Hallo, was ist jetzt nun das Endgame der NATO? Wollen wir einen totalen Krieg? Wollen wir einen Dritten Weltkrieg? Wollen wir einen Atomkrieg? Was ist denn eigentlich los? Wenn ich die Nachrichten lese und natürlich auch höre in diesen Tagen, fällt mir auf, dass Baerbock schließt Taurus nicht aus. Scholz ist unter Druck, ist der Einzige, der wirklich dagegen ist, dass Taurus geliefert wird. Und rund um uns erheben sich Leute und sagen, ja, also wir müssen Truppen schicken, wir müssen die Ukraine unterstützen, die Ukraine darf nicht verlieren. Das ist doch irre. Wir haben jetzt 2 Jahre lang erzählt bekommen, dass die Russen überhaupt keine Chance haben. Überhaupt keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und jetzt hören wir an allen Enden, dass die Ukraine am Verlieren ist. Dass wahrscheinlich die, wie es so schön heißt, die Line of Contact, das heißt die Front, dass die am Bröckeln ist, dass die sich auflöst. Die sprechen davon, dass im Juni vielleicht die Russen durchbrechen und dann wahrscheinlich ganz Europa angreifen. Diesen Unsinn müssen wir uns anhören, weil es kann ja nur eine Sache wahr sein. Wir müssen uns also im Moment anhören, dass die absolute Gefahr besteht, dass die Russen jetzt alles gewinnen, obwohl wir doch überall in den Zeitungen lesen können, dass sie ja überall doch am Verlieren sind, dass die ukrainische Strategie so toll ist. Wir sehen, dass immer mehr rote Linien überschritten werden. Wir haben es gesehen mit den Panzern, wir haben es gesehen mit den länger weiterreichenden Raketen, wir haben es gesehen mit den Flugzeugen, mit den Trainings, wir haben das gesehen mit den Truppen auf ukrainischem Boden. Übrigens jetzt auch vom polnischen Außenminister wieder bestätigt, auch von Herrn Scholz bestätigt. Immer wieder bekommen wir diese Informationen von offizieller Seite zugespielt. Wir, die NATO, ist in der Ukraine am Start. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann fragen wir uns doch, was dieser Sinn ist. Wollen wir die Russen wirklich provozieren? Wollen wir gucken, wie weit wir gehen können? Wollen wir vielleicht sogar einen taktischen Nuklearschlag riskieren, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir die Grenzen ausgetestet. Wir machen wie den ganzen Tag auf moralisch und hören dann mit dem Krieg auf. Ist es wirklich so, dass wir darauf hinarbeiten? Es ist unfassbar, aber scheint so zu sein. Wir lesen in den Zeitungen, dass angeblich die USA uns vor einem Nuklearschlag zumindest vorerst gerettet habe. Das steht auch tatsächlich drinne, weil heutzutage wird ja alles verdreht. Da steht tatsächlich drinne, dass 2022 im Herbst, Spätsommer, Herbst, es wirkliche Befürchtungen gab, dass die Russen, die damals ja im Rückzug begriffen waren in der Ukraine, dass die vielleicht überrollt werden könnten und sich dann wehren müssten mit wahrscheinlich Atomwaffen. Da steht wirklich drin, dass die NATO das damals riskiert habe. Dass die NATO, natürlich die USA, denn wer ist die NATO außer den USA? Die USA habe in Anführungsstrichen Indien und China dazu gebracht, etwas Negatives zu sagen über atomare Erstschläge. Dass sie also Einfluss auf Putin, Einfluss auf Russland nehmen sollten. Es ging darum, so wird kolportiert, dass der globale Süden also auch gegen diese unsinnigen Waffen, diese Nuklearwaffen sei und daher Putin keinen Grund habe, diese einzusetzen, weil er dann auf die Unterstützung zum Beispiel Chinas verzichten müsse. Wer das glaubt, der muss irgendwie entweder grün sein oder, weiß nicht, irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Vielleicht auch Trampolinspringer sein, grün
Grüße an Frau Baerbock, die kennt sich ja damit aus. Selbst der Papst hat jetzt gesagt, dass die Ukraine doch vielleicht die weiße Flagge schwenken sollte. Und wir können erwarten, dass er durchaus Informationen haben wird, die die meisten von uns nicht haben. Es geht darum, dass er sogar sagt, es sei keine Schande, mal Richtung Frieden zu gehen, weil er da wohl keine andere Lösung sieht und natürlich als Kirchenoberhaupt sowieso pro Frieden ist. Heutzutage ist es aber vollkommen egal, welche Faktenlage vorherrscht, weil es geht ja nur noch um Moral. Es geht nur noch darum, ob du moralinsauer auf der richtigen Schiene bist, weil mit Fakten können wir spätestens seit unserer Pandemie nichts mehr anfangen. Es wird uns vorgeschrieben, es wird zensiert, es wird unterdrückt. Es gibt nur noch eine Meinung. Wir sehen das in der Politik jeden Tag und wir sehen das ja auch auf der Straße jeden Tag. Wir sehen, dass selbst solche Organe wie Gerichte oder Polizei, dass die überhaupt nicht mehr ihrer neutralen Aufgabe in vieler Hinsicht nachkommen. Wir sitzen also da und staunen, da auf jeden Fall die absolute Mehrheit hier in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa, zumindest im westlichen Europa, keinenfalls einen Krieg möchte. Das interessiert aber gar nicht, weil es irgendjemanden, guten Tag Herr Biden, der diesen Krieg möchte. Wir lesen, wenn wir denn lesen können und es noch wollen, in den Parteiprogrammen der Grünen, dass sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern möchten. Wir lesen im Parteiprogramm der SPD, beide aus dem Jahr 2021, dass sie die Waffengeschäfte eben deutlich zurückfahren wollen, was Nicht-NATO-Länder anbegeht. Was machen wir? Weil die Ukraine ist nicht NATO, wird wahrscheinlich nie NATO werden, egal was der Herr Stoltenberg sagt, und wir liefern, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben uns der moralischen Aufgabe gewidmet, die Ukraine zu halten, koste es, was es wolle. Wir sehen gar nicht mehr, wer Aggressor ist. Wir sehen gar nicht mehr, wer Verteidiger ist. Wir haben uns einfach für eine Seite entschieden, egal ob es uns Geld kostet oder nicht. Und es kostet massiv Geld. Unsere Wirtschaft geht am Krückstock, seit es die billigen russischen Energielieferungen nicht mehr gibt. Das ist aber doch egal, weil es ist ja für die Moral ganz wichtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Wir gehen diesen Schritt weiter, egal, wir sind einen Schritt vor dem Abgrund, aber immer schön weiter geradeaus. Ich habe vorhin den polnischen Außenminister erwähnt, der ja sich geäußert hat, dass NATO-Truppen in der Ukraine sind. Das ist derselbe Mann, der sich bei den USA bedankt hat, wohl wissend, wer es denn wirklich war, als Nord Stream in die Luft gejagt worden ist. Wir kennen alle die Interviews von Herrn Biden, von Frau Nuland, die im Übrigen ja jetzt irgendwie in der Versenkung verschwunden wurde. Es geht darum, dass heutzutage diese Menschen einfach etwas sagen und dann danach keiner, nicht ein Reporter sie dazu zur Verantwortung zieht. Es werden vollkommen banale Fragen gestellt, bei Herrn Biden zum Beispiel, welche Eiscremesorte er denn gerne isst. Wahrscheinlich noch, ob er den Urlaub, weil er ja die meiste Zeit im Urlaub ist, genossen hat. Es ist eine Schande. Wenn wir solchen Leuten zuhören, wie John Mersheimer, das ist ein Professor aus Chicago, der hat sich damit auseinandergesetzt, wie denn die Situation wirklich war. Er spricht also die Wahrheit, das heißt, schon von vornherein, dann wird er ausgegrenzt. Wird er ausgegrenzt, es wird nicht darauf gehört. Und er sagt beispielsweise, dass Angela Merkel, und die kennen wir ja noch, Angela Merkel und damals ihr französischer
Kompagnon, das war damals Nicolas Sarkozy. Da sieht man mal, wie lange die Merkel am Start war. Die kennt die alle. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Sache mit dem Herrn Hollande. Der war ja auch mal dran. Sarkozy war dran. Macron war dran. Oder ist noch dran. Und Merkel hat mit allen etwas zu tun gehabt. Also, Angela Merkel hat damals gesagt, eine Ausdehnung der NATO nach Ukraine und Georgien ist eine oder sei eine Kriegserklärung an Russland. Darüber spricht keiner mehr. Alle haben es vergessen. Oh, heute ist alles anders. Wir pushen einfach. Wir pushen einfach nach Osten. Wir müssen uns einmal überlegen, wie sich die Situation verändert hat. Wir müssen uns überlegen, was eigentlich der Sinn der NATO ist. Oder besser gesagt war. Denn im Augenblick kann ich gar keinen Sinn erkennen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir uns verteidigen wollen. Es sind wohl im Augenblick einige Strippenzieher am Start, die versuchen, vielleicht als Amerikaner aus der NATO herauszukommen, indem sie sagen, ah, jetzt brauchen die uns nicht mehr, weil die Europäer endlich mal aufgerüttelt worden sind aus Sicht der Amerikaner und sich selbst verteidigen. Oder es ist vielleicht ein Spiel, beide Seiten zu schwächen, weil die Amerikaner sich ja sowieso mehr jetzt um Asien kümmern wollen und nicht mehr um Europa. Die Zukunft liegt ja wirtschaftlich in Asien und nicht in Europa. Europa ist ja ganz hinten dran. Wir müssen uns das anschauen. Das Einzige, was wir aber sehen, ist, dass wir seit 2014 massiv immer mehr Druck machen auf diese Situation. Es begann 2014. Es gibt Berichte schon aus dem Jahr 2013, dass dort geplant wurde, den Maidan eben nach vorne zu bringen und die Regierung umzustürzen. Wir hören jetzt von Leuten wie Rob Bauer, dass wir in den nächsten 20 Jahren einen Krieg mit Russland haben werden und dass wir deswegen massiv aufrüsten wollen. Wollen? Ich will das nicht. Wir hören, dass die Russen angeblich jetzt einen Ostseekrieg planen. Ist es nicht so, dass das vielleicht irgendwelche feuchten Träume eines natürlich traumatisierten früheren Warschauer Paktstaates ist, in dem Fall Litauen? Ich meine, ich kann doch nicht sagen, auf der einen Seite, dass über 50% der russischen Militärkraft schon vernichtet worden ist. Auf der anderen Seite, dass 90% der russischen Armee in und um die Ukraine herum gebunden ist. Und dann sagen die Russen, planen einen Angriffskrieg in der Ostsee. Vollkommen ohne Truppenunterstützung, sondern am besten einfach nur mit ihren U-Booten und ein paar Schiffen. Das sind doch genau die Schiffe, die die Ukraine jetzt gerade immer wieder versenkt, wenn die in der Nähe der Krim unterwegs sind. Das heißt, die würden doch vollkommen bekloppt sein, wenn sie das probieren würden. Also, wie dem auch sei, ich persönlich bin gegen den Krieg. Ich persönlich bin für absolute und sofortige Friedensverhandlungen. Und ich bin dafür, dass wieder Fakten zählen. Fakten und die Moral von der Geschichte ist, diese Fakten, wenn die nicht bald wiederkommen, vielleicht durch einen neuen Präsident Trump, dann kriegen wir alles, was diese Menschen wollen. Wir kriegen einen Krieg. Wir kriegen eine ganz unschöne Situation hier in Europa. Wir fahren unsere Wirtschaft an die Wand, vollständig an die Wand. Wir stellen um auf Kriegswirtschaft. Das ist so ziemlich das Unproduktivste, was ein Land machen kann. Und verlieren bei allen neuen Technologien weiter an Boden, weil wir ja gar keine Gelder mehr übrig haben. Das in Ländern, die
ja, von der Bevölkerungspyramide sowieso jetzt am schlechtesten aussehen in der Welt und in eine Zukunft entlassen werden, in der sie nur noch irgendwelchen Irrlichtern hinterherlaufen. Will nicht anfangen mit dem Klimaschutz, will nicht anfangen, weil auch da gehen ja Fakten nicht mehr über die Moral. Der moralisch korrekte Deutsche fährt eben ein Elektroauto, egal was es kostet, egal wie die später entsorgt werden, die Batterien, egal wer die Batterien hergestellt hat oder die Mittel, die dort verbraucht werden. Ist vollkommen egal. Es geht einfach darum, auch hier die deutsche führende Automobilindustrie einfach kaputt zu machen. Auch das ein vielleicht für die Amerikaner wertvolles Unterfangen. Ich persönlich bin dagegen. Ich werde sicherlich keine dieser Ampelparteien wählen und hoffe du auch nicht. Wenn du vielleicht dein Leben anders gestalten möchtest, wenn du weißt, es kann die Möglichkeit geben, dass du aus Deutschland dich entfernen musst, dann macht es vielleicht Sinn, etwas zu lernen, was diesem Ziel förderlich ist. Das heißt, du könntest Trading lernen. Du könntest unter diesem Video auf den Link klicken. Da findest du ein Videotraining und kannst dir anschauen, was ich denn in meinem normalen Leben mache. Danach kannst du dich damit beschäftigen auf meinem Zweitkanal Oliver Klemm Trading. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns ja, wenn du Lust hast, Montag bis Donnerstag, 7:45 Uhr hier auf YouTube. Und natürlich, wenn du Bock hast, in einem meiner Workshops, einem meiner Seminare oder natürlich auch in meinen Trading Masterclasses. Vielen Dank und bis bald.